Die Mittelstand- und Wirtschaftsvereinigung der Sächsischen Christdemokraten traf sich Ende August in Riesa zu ihrem 13. Jahresempfang. Zahlreiche Unternehmer aus dem Freistaat nutzten das Treffen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Sven Wilhelm, der Kreisvorsitzende der Mittelstandsvereinigung, hat den Riesaer Hafen als Veranstaltungsort gewählt. Ich hatte mit der Veranstaltung versucht, Wirtschaftsförderung in Riesa zu betreiben, dass man Riesa einfach mal in Sachsen zeigt, was wir können. Und habe gesucht nach entweder prosperierenden Unternehmen oder Alleinstellungsmerkmalen. Und Häfen gibt es nicht so viele in Sachsen und hatte mit den sächsischen Binnenhäfen Oberelbe einen super Partner, der gesagt hat, wir zeigen wechselseitig, was wir können. 220 Gäste waren an diesem Abend in Riesa. Für die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Sachsens eine positive Bilanz. Wir sind sogar mit einer Delegation aus Baden-Württemberg überrascht worden. Der Hauptgeschäftsführer der Bundes-MIT aus Berlin ist extra deswegen gekommen. Einige Landtagsabgeordnete und natürlich nicht zu vergessen der Bundesinnenminister haben den Weg nach Riesa gefunden, um einfach die Verknüpfung zwischen Politik und Wirtschaft zu zeigen. Und ganz viele ortsansässige Unternehmen, die also den Weitblick haben und sagen, ich muss über Riesa hinausdenken, haben uns unterstützt und damit die Veranstaltung zum Erfolg geführt. Insbesondere nicht zu vergessen die Gruma, die das Außengelände sehr beeindruckend gestaltet hat. Und der Mercedes-Händler hatte das Hafengelände für eine außerordentlich umfangreiche Präsentation seiner Modellpalette genutzt. Die Unternehmer nutzten die CDU-Veranstaltung, um Kontakte zu knüpfen. Und das, obwohl das sächsische Wirtschaftsministerium im Moment fest in sozialdemokratischer Hand ist.